Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind nach einem kleinen Abstecher zu einem BS, mit dem wir so ein bisschen getanzt haben, nun doch wieder auf dem Weg, uns die Familienklinge zu organisieren. Dafür müssen wir die Diebe an dem alten Fort stellen. Das machen wir jetzt auch, aber bevor es losgeht, gucken wir uns hier gerade mal um, weil das sah doch schon so aus, als wäre hier irgendwas versteckt. War auch klar. Lass mich mal durch hier. Wir müssen auf jeden Fall auch hier brav weiter die Fragezeichen machen, um die verbesserten Tränke und Co. zu kriegen. Uns fehlt da noch eine ganze Menge, auch an Bomben. Und ich vermute mal, vieles davon wird hier sein, da wir ja immerhin in Novigrad und Velen so ziemlich alles abgegrast haben, was man abgrasen kann. Also ein paar Fragezeichen sind da noch. Aber das meiste haben wir ja weggearbeitet, ne? Also, das müsste laufen. So, wie weit ist das noch? 200 Meter? Oh, rennen wir noch ein bisschen, Geralt. Schadet nicht, ne? Es tut dir gut. Bisschen Sport zu machen hier. So. Da sind noch wieder ein paar Ziegen. So, da entlang. Ist doch ganz schön weit. Hätten wir doch nochmal Plätze nehmen können. Aber naja, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Die paar Meter. Bup, bup. Du, 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 du. Und Petersilie. So, noch da hoch. Und dann sind wir auch schon da. Das sieht doch sehr fortmäßig aus, ne? Das muss man behaupten. Da würde ich mal sagen, einmal kurz mal zwischenspeichern. Man weiß ja nie. Kann man da irgendwo sich reinschleichen oder wie sieht das aus? Und dann muss ich da leiden. Ah. Na, hier komme ich nicht rein. Da vielleicht? Nee, nee, nee. So mit reinschleichen wird, glaube ich, nichts. Wir müssen tatsächlich wohl einfach... Oh, ein Monsternest. Alles klar. Okay, ich habe so eine Ahnung. Die sind wahrscheinlich schon im Arsch. Da lebt wohl keiner mehr. Sondern Monster haben die ausgeräuchert und wir kümmern uns jetzt nur noch um die. Ich hoffe nur, das sind keine Aalghule oder sowas. Da habe ich ja letztes Mal so extrem gelitten. Wir werden sehen. Gut, gehen wir durch den Haupteingang. Komm, was soll's. Wobei, das klingt jetzt nach normalen Typen. Jetzt muss ich nur noch einen Eingang reinfinden. Irgendwo war doch da so ein Tor. Huh. Komm schon. Wo ist denn die Tür? Ich weiß, dass ihr eine habt. Ich habe die schon gesehen gehabt. Oh, hier ist es zu steil. Das kriegt Gerard nicht hin. Oh, das strengt ihn zu sehr an. Und das ist abgedichtet. Da kommen wir nicht durch. Das ist oben sowas wie Stacheldraht aus Holz. Ne, das bringt nichts. Da lang. Wir laufen jetzt einfach einmal drum rum. Irgendwann muss ja mal eine Tür kommen. Also das hier sieht schon, wenn ich sagen, aber das hier sieht sehr überwindbar aus, ne? Also. Was haben wir denn hier? Schema überlegende Wolfsrüstung. Oh, jetzt spoiler ich schon. Also da seht ihr, worauf es mal hinausgehen soll. Die Wolfsrüstung ist meine Lieblingsrüstung. Passt auch zu meinem Spielstil am besten. Die organisieren wir uns, doch die Grundrüstung davon gibt es an... Du sollst nicht boxen, Mann. Die ziehen die Schwerter, was macht Geralt? Ballert dem einen erstmal einen in die Fresse. Super Idee. Nix ist... Zerknödeln! So ist das Monsternest, das machen wir erstmal weg. Die Harpchen haben hier ihr Nest. Lange nicht mehr. Ist auch eine geile Idee, ne? So ein Lager direkt neben so einem Harpiennest aufzuschlagen. Super Plan, ich bin begeistert. Ihr seid echt krass drauf. So. Okay, dann gucken wir nochmal, was wir hier so finden. Zack. Liebestagebuch erneut. Sag bloß, wir sind noch nicht fertig. Wir sind anscheinend echt noch nicht fertig. Ich dachte, das würde jetzt hier liegen. Aber nein, hier gibt es wieder mal nur ein Liebestagebuch. Aber wir müssen eh noch lesen. Wir hatten noch so einen Schlüssel und wieder was eingesammelt. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Okay, gucken wir mich aber erstmal noch um. Mehr scheint hier nicht zu sein. Wir können auch die Dinger anzünden. Dann sieht es optisch hier ein bisschen hübscher aus, ne? Sehr schön. Das ist leicht eingefallen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr gucken. Ansonsten scheint hier auch weiter nichts zu sein. Na gut, dann lesen wir mal wieder ein bisschen. Das schadet ja nie. Erstmal hier den alten vergilbten Brief. Jan,
Nun, da ich diesen Brief schreibe, bist du 6 Jahre alt und ich 30. Ich bin in meiner Blüte, aber ich weiß, dass ich dir weder beibringen werde, wie du mit dem Bogen schießt, noch wie du ein Schwert führst. Ich werde dich weder auf einen Beutezug mitnehmen, noch zum Fischen. Auf meiner letzten Fahrt wurde ich am Knie verwundet. Es sieht nicht gut aus. Es hätte nicht mehr als ein paar Tage dauern dürfen, aber irgendwas ist in mein Blut geraten. Die Wunde ist voller Eiter und stinkt. Ich verliere das Gefühl im Bein. Die Druiden sagen, dass sie nichts mehr tun können und dass ich verbluten werde, wenn sie mir das Bein abschneiden. Also bereite ich mich jetzt auf den Tod vor. Dich erwarten harte Jahre, mein Junge. Unsere Familie hat viele Feinde. Ich habe dich gegen sie verteidigt, aber jetzt bist du auf dich allein gestellt. Vielleicht wird dir jemand helfen, vielleicht aber auch nicht. Aus diesem Grund habe ich einen Teil unseres Hab und Guts versteckt, im Haus vom alten Uhle. Unter den Bodenbrettern. So kann es dir keiner wegnehmen oder stehlen. Und du kannst es dir holen, wenn du erwachsen bist. Ich habe deiner Mutter gebeten, dir diesen Brief zu geben, wenn dein 18. Frühling anbricht. Nimm das Silber, mein Sohn, kauf dir eine gute Klinge, eine Rüstung und ein Pferd. Überfalle das Festland, räche dich an denen, die dir nach meinem Tod Unrecht getan haben. Mach mich stolz. Ich habe dir das nie gesagt, aber ich habe es immer gefühlt. Ich liebe dich, Jan. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages in den Hallen von Freyas ewig grünem Garten wiedersehen und du mir von deinem Leben erzählst. Das Leben, das ich nicht miterleben konnte. Ich segne dich, mein Sohn. Okay, da müssen wir also noch in so ein Häuschen rein. Sveina, also der, von dem wir den Brief haben, ist nicht der Vater, der gestorben ist, sondern es ist der Sohn, der versucht hat, seinen Hab und Gut zu organisieren und ist dabei halt auch draufgegangen. Somit müssen wir nicht so ein ultraschlechtes Gewissen haben. Sonst wäre es ein bisschen arschig, dem einen Sohn, der so viel Leid widerfahren musste und so viel Leid, also der so viel Leid widerfahren, dem so viel Leid widerfahren ist, habe ich es denn jetzt? Sein letztes Hab und Gut auch noch zu rauben, das wäre fies, ne? So, Sveina, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Grimmere und ich waren bei Lugos. Er empfing uns nach den Gepflogenheiten der Gastfreundschaft. Fleisch und Met gab's reichlich. Aber so wie wir Kulju aus dem Leder gewickelt hatten und ihn fragten, was er dafür zahlen würde, entriss er uns das Schwert und schlug uns beide zu Boden, wobei er uns Diebe nannte. Dann jagte er uns Holterdiepolter aus dem Haus. Grimmere ist langsam, den haben sie gekriegt. Auch gut, einer weniger, mit dem wir den Gewinn teilen müssen. Ja, so läuft das unter den Banditen, ne? Und nun die gute Nachricht. Wir haben das Schwert noch. Und ich weiß jetzt, wie ich es loswerde. Ich habe mit meinem Schwager Steinfinn gesprochen. Er wird Kulju in Novigrad verkaufen und den Erlös mit uns teilen. Ich weiß, aber ich schwöre dir, man kann ihm trauen. Ich werde ihm das Schwert am Strand beim Walfriedhof auf Arzskellige geben. Ich werde alleine gehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vorsicht, Lugos könnte einen Boten nach Kjær Tolde senden, um den Diebstahl anzuzeigen. Tauche lieber irgendwo unter, vielleicht bei Tante Hilde. Sie ist nicht ganz richtig im Kopf, aber man kann sich auf sie verlassen. Bis dann, Jurian. Also müssen wir jetzt zum Walfriedhof. Friedhof, was ist denn heute los mit mir? Suche beim Walfriedhof nach Dieb. Ich kann heute nicht richtig reden. So, Plätze, komm mal ran, du. Ja, muss natürlich da drinnen spawnen, ist klar. Und den Ausgang, den habe ja nicht mal ich gefunden, den Eingang da. Wie sollst du den finden? Komm her, du musst doch den Kopf nicht in die Wand stecken. So schlimm ist das nun auch nicht. Plötzlich, was nun los? Komm, gib Gas. Los, los, los! Lauf! Auf zum Walfriedhof. Also momentan reiten wir erstmal wieder, weil wir die Wege und so erkunden müssen in Skellige. Nach einer Zeit haben wir dann auch hier ganz normal unsere Wegmarken und können uns schnell fortbewegen. Aber am Anfang ist das ganz hübsch, erstmal die Gegend so auf eigene Faust zu erkunden. Vor allen Dingen, da das eine Insellandschaft ist, dauert es ein bisschen länger, weil wir natürlich auch zu den verschiedenen Inseln fahren müssen. Mit Boot, ne? Da kommt man nicht mal eben so überall einfach hin, wie jetzt auf dem Festland, wo wir ja überall hinlatschen können. Das ist irgend so ein riesiger Berg, ne? Aber sonst kommt man eigentlich überall hin. So, gib Gas. Nö, aber den Turbo reinwerfen hier. Brauchen so ein paar Zuckerstücke, die wir hier geben können. Wo, wo, was ist hier los? Jo, kleine Brücke über den Fluss, jawoll. Da entlang. Jo, gib alles. Sieht schon wieder schön aus, du. Die Beleuchtung ist schon erste Sache. Na, ich reite mal wieder und... Oh, was machst du da? Kacken oder was? Das so ein bisschen so aus, als würde das Ding sich gerade noch die letzte Scheiße vom Arsch wegwählen. Aber ist okay. Ist okay. Ist natürlich. Ja, das ist die Natur. Was ist da los? Wer rettet mich? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich komme da nicht lang, du. Alleine, was wir schon... Was schwebst du denn da so rum? Dir ist nicht mehr zu helfen, Mann. Du schwebst in der Luft. Was ist denn los? Hast du zu viel Boden gegessen und futzt hier? Seht euch deinen Säckel an. Verdammt, bist du hässlich. Oh, du Arschloch. Drauf reingefallen, drauf reingefallen. Schweinebacken hier, ey. Ja, das habt ihr nun davon. Das hättet ihr... Oh, da war der Kopf. Das hättet ihr mal lieber lassen sollen, meine Freunde. Tja.
So einen Hexer zu überfallen ist nicht wirklich der beste Plan. Aber naja, sie haben es so gewollt. Looten wir wenigstens noch, was sie hatten. Muss ja nicht verschütt gehen, ne? So, irgendwas fliegt hier rum. Was ist das? Sieht dick aus. Sieht dick aus, als würde es mir nicht gefallen. Nicht schon wieder den nächsten Totenkopf. Ich habe erst einen hinter mir. Das reicht erstmal. Das BS war schon so eine Sache. Hier geht das schnurstracks geradeaus, ey. So, hier durch den Busch durch. Auf zum Walfriedhof. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Da scheinen wohl die ganzen Wale zu stranden. Oder das ist ein Synonym für kaputte riesige Pötte. Das kann natürlich auch sein, dass da viele kaputte Boote liegen. Wir werden es erleben. Gib alles. Da entlang. Durch den Wald. Ach, guck mal, der Wald sieht ja auch. Das sieht doch mal richtig, richtig waldig aus hier, ne? Aber so ein paar Endriagen drin. So Level 20 sogar. Das ist nicht gerade so ohne. Weil die vergiften und das ist ganz schön heftig. So, hier, wir poltern hier mal eben durch den Wald. Mit Volllast. So, komm, gib mal alles so. Hier ein paar Rehe und Häschen. Batz, kann ich einen umhauen? Ich will einen umhauen. Los, 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 los. Ja, schade. Ja, hätte klappen können, ne? Muss ja nicht, aber hätte klappen können. So, hier entlang. 300 Meter ist noch, dann haben wir den Walfriedhof erreicht. Straight hier nach unten. Oh, das sieht eisig aus. Das sieht leicht schneeig aus. Wo geht's denn hier lang? Wo führt mich denn hier das Navi lang? Was ist das denn? Das ist wie am Wochenende. Ich war am Wochenende in Hamburg. Schön, mit dem Auto. Das war das Wochenende, wo es hier so geregnet und gestürmt hat, wo es eigentlich im Grunde in ganz Deutschland nur am Schütten war, wie bekloppt. Und dann bin ich schön mit meinem gubbeligen Auto bei Nacht und Ultraregen durch die Hamburger Innenstadt gefahren. Und alles toll, alles cool. Und dann irgendwann meinte er, jetzt biegen sie rechts ab. Mache ich. Und nun bitte wenden. So, wie bitte wenden? Was ist denn nun los? Dann habe ich tatsächlich so einen U-Turn gemacht. Wendest du mal. Und dann wollte das Ding, dass ich in eine Einbahnstraße reinfahre. Ich so, ja, alles klar, läuft gut. Und dann ging's, konnte ich natürlich nicht, bin ich weiter gerade ausgefahren. Und dann ging die Kotze los. Dann hat es mich durch lauter 30er-Zonen und sonst irgendwas geführt. Und überall besoffene Leute, die dann irgendwie über die Straße gelatscht sind und alles mögliche. Es war ganz schön die Hölle, ey. Ganz schön die Hölle. Und dann in so ein Parkhaus rein. Und das war auch noch so ein Parkhaus mit, also das kleinste Parkhaus, was ich jemals gesehen habe. Meine Mutti war noch da mit dabei und meinte auch so, was ist denn hier los, ne? War schon nicht so ohne. Ich habe ganz schön gelitten, muss ich sagen. Rückfahrt ging dann, aber es war nicht angenehm, sagen wir mal so, ne? Und dann bin ich sonntags bin ich dann wieder zurückgefahren mittags. Ich wollte eigentlich nachts direkt nach Hause, aber es hat so geschüttet und dann im Dunkeln und so. Wie so, nee, komm, das tust du dir jetzt nicht an. Bin ich tagsüber gefahren und selbst am Tag hat es nur geschüttet, die ganze Zeit. Das war echt extrem. Weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber was steht denn hier für ein Penis rum? Ein Schnellreisepenis, alles klar. So, wir gucken kurz in das Tagebuch. Das Diebestagebuch, hier ist ja jetzt Schluss gewesen. Wir haben auf jeden Fall Coolio wieder, die Waffe der Familie. Und den letzten Brief. Svenja, ich habe endlos und 3 Tage zwischen den verdammten Wahlkadavern gesessen, aber von Steffen keine Spur. Entweder ist er auf die Felsen gelaufen oder er hat mich sitzen lassen. Ich habe Anke gesagt, sie soll diesen Bastard aus dem Spiel lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wer könnte das Schwert sonst noch kaufen? Vielleicht sollten wir es zurück nach Kertrolde bringen. Vielleicht würde Krach nur lachen und die Sache vergessen. Weißt du noch, wie die Hütte stank, als diese Ratten hinter dem Bett der Eltern gestorben ist? Hier stinkt es noch schlimmer und es ist kalt. Schreib schnell zurück oder noch besser, komm her. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, Leute. Ne? Ihr habt alles versucht, aber die sind das scheiß Schwert nicht losgeworden. Das ist das Problem, wenn du so Sachen klaust, die sowas von einzigartig sind, die sowieso jeder kennt und jeder weiß, wenn ich mir das ans Bein binde, habe ich nur Stress mit dem Originalbesitzer, ne? Dann lässt man das, ja? So, bring Coolio zu einem Wachmann namens Olaf auf Kertrolde. Ja, auf zurück nach Kertrolde, da reisen wir dann aber jetzt mit dem Stelldings. Da müssen wir nicht unbedingt, aber hier gibt es gar nicht, also bis jetzt haben wir noch nicht so viel Fragezeichen entdeckt. Ist gar nicht so viel los hier, ne? Und auf nach Kertrolde. Und dann bringen wir das Ganze mal eben fix dem Wachmann. So, wieder ein bisschen bei Nacht. Muss auch mal sein.
Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Na, sieh mal eine Axt. Das ist eine Waffe. Wenn das so ist, du. Ich finde, eine Axt ist einfach zu unhandlich. Damit kann man einfach nicht so gut arbeiten. So ein Schwert, das ist eine Waffe. Ja, damit kann man auch ordentlich was reißen. Warum geht hier jetzt meine Lebensanzeige an? Mich hier irgendwer angreifen oder was? Hübsch ist das hier. Moin, moin. Lass mich mal durch. Ich muss hier durch. Was ist hier los? So, da ist er wohl, wa? Da ist er. Olaf. Worum geht's? Um SpongeBob. Ah, nee, ich hab Coolio, dein Schwert. Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Danke. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Wer begattet mich denn hier so? Was ist los? Irgendjemand schreibt hier. Schreibt hier. Ja gut. Familienklinge erledigt. 3 Erfahrungspunkte. Läuft bei uns. So. Scheiße. Ja, man muss ja auch entsprechend belohnt werden für den Aufwand, den man hatte, ne? So, was haben wir denn noch so? Der Herr von Udvig, das machen wir gleich. Wir haben jetzt noch dieses mit der Nitztang, sprich mit Lothar. Machen wir das erstmal noch. Wir gehen erstmal wirklich so rückwärts ab, ne? Wir haben hier so viel Zeug noch. So, sprich mit Lothar. 500 Meter. Plötze, komm ran. Warte, ich muss noch eine... Na gut, ich kann auch wieder bis zum Morgengrauen, ne? Wenn ich schon mal meditiere, weil unsere ganzen Bomben sind wieder alle. Und ich kenne ja mein Glück, ich engage dann immer in irgendeinen tollen Kampf und habe dann keine Bomben und nix, weil ich doof bin. Ein Monsterjäger, wie? Was macht der denn? So, dann sprechen wir jetzt erstmal mit Lothar. Gucken wir mal, was da los ist. Warte mal, was mir noch einfällt. Nein, gar nicht wahr. War schon richtig. Zack. Nichts wie. Oha, bitte. Was ist denn hier nun wieder los? Na los, komm runter. Einer rennt weg. Ja, das hat der Clan, also die Wachmann von Ankreid haben das ganz allein hingekriegt, du. Bin ein bisschen beeindruckt, habt ihr gut gemacht. Da kommt einer entgegengeritten. Moin, Entschuldigung, falsche Spur. Hey da! Hier gilt, ne? Ja, ja, ist gut. Rechtsfahrgebot gilt hier, nur dass ihr es wisst. Njau, los geht's. Njau. Jetzt gibt er echt Gas. Aber das läuft mit der neuen Graka auf jeden Fall geiler. Also man merkt jetzt keinen Zucker, überhaupt keinen Zucker mehr, wenn du Vollgas gibst. Aber das Ding ist aber auch mal verdammt groß gewesen. Ich hatte richtig Spaß, das einzubauen. Ohne Scheiß. Hab die gekauft, die kam an, hab mich natürlich gefragt, wie ein Schnitzel, wie das so ist. Pack die aus und alleine vom optischen Ansehen habe ich gedacht, die passt da nicht rein. Die passt da niemals rein. Dann habe ich die alte ausgebaut und die neue daneben gelegt. Das Ding ist locker 10 cm länger. Und die andere hat gerade so reingepasst. Okay, alles klar. Mal gucken, vielleicht kriegst du es ja irgendwie hin. Dann habe ich mit Ach und Kracht versucht, das Ding irgendwie mit einem Trick so durch schönes seitliches Hinschieben und so da reinzukriegen. Hab dabei wohl einen meiner Rammriegel vernichtet. Der ging nämlich danach nicht mehr. Da musste ich mir erstmal da auch noch einen Ersatz für holen. Total geil. Hab's aber nicht reingekriegt. Und dann habe ich irgendwann gesehen, alles klar, ich kann bei meinem PC das Gehäuse, wo die Festplatten drin stecken, da so ein Kasten, den konnte ich rausnehmen. Da musste ich halt alle meine Festplatten nach unten verlagern. Und dann klappte das. Wem hinterlasse ich mein Haus, wenn Thjalve stirbt? Gott, wie hübsch das ist. Fort? Guckt euch mal an, wie verdammt hübsch und detailliert das alles gestaltet ist, ne? Also, meine Herren, ich bin immer wieder begeistert. Ohne Scheiß. Und man muss das einfach auch mal loben. So, moin Lothar. Was ist los bei dir? Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch? Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Nitztang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Thjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber. Wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitztangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben.
Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Detektiv Geralt ist mal wieder unterwegs. So. Bevor wir damit aber weitermachen, machen wir hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.